Jetzt haben wir natürlich mal die Aufmerksamkeit der Zombies auf uns, wenn wir das Fleisch holen, aber wir wollen das Fleisch und das Fell haben. Brauchen es vielleicht auch, um bessere Klamotten herzustellen. Demnächst. Also mal schön ausweiten. Eine Runde ausweiten. Gut. Oh. Warum steht ja schon so ein Scharlatan? Jetzt fängt er an zu laufen. Ich fasse es nicht. Nee, so trifft man natürlich nicht. Oh, die Abwurfkiste. Was ist denn jetzt los? Ist der tot oder was? Nee. Ich glaube, da hat uns noch jemand auf dem Schirm. Oh, oh, lad nach. Nee, hat uns doch nicht. Oh. Grüner Puffermantel, schöner. Oh. So nicht, mein Freund. Ja. Und jetzt? Was schmeiße ich denn jetzt weg? Ja, das verdorbene Fleisch. Wir gehen, glaube ich, in die Richtung Abwurfkiste, denn die ist, glaube ich, gar nicht so weit weg. Das könnten wir schaffen und dann nochmal zurück nach Hause. Gucken wir doch mal. Da sind noch versteckt, ich will mal gerade was gucken. Ah, da unten. Und da ist aber auch eins nicht weit weg. Oh, oh. Ich gehört, mein Freund. So nicht. Oh. Oh, der ist tot. Okay. Messing-Türgriff und so ein Kram. Scheiße, dass wir das jetzt alles nicht mitnehmen können. Obwohl, warte, das können wir noch wegschmeißen. Jetzt wird es natürlich gefährlich mit der... Das schmeißen wir weg. Okay, dann gehen wir doch mal. Aber wir gehen jetzt einfach mal in die Richtung hier. Alles klar, das sieht doch soweit gut aus. Auch noch ein Schwein. Boah, hier geblieben, das Sau. Jawohl, haben wir auch. Absolut tödlich. Mittlerweile. Klingenwaffen, siehst du? So kann man die nämlich auch verbessern. Nur an Leichen. Dann sind sie später stärker, wenn man sie auch mal braucht. Okay. Warum die uns natürlich immer direkt sehen, ist, weil wir gewittert werden. Jetzt haben wir ja nochmal irgendeinen Scheißdreck dabei. Ah, keine Ahnung. Aber... Auch die Tierhaut war recht gut. War erfolgreich, dass wir die so viele haben. Und ich glaube, wir trinken mal was. Einfach mal was trinken. So. Okay, und jetzt weiter zum... Genau, Abwurf, da hinten ist er. Oh, den sieht man. Ziemlich gut. Und da wird es jetzt natürlich kriminell. Was werfen wir weg und was behalten wir? Und eventuell werden wir dann auch gleich noch den anderen Abwurf, der hier in der Nähe war... in Angriff nehmen und dann zurückgehen. Das war mal... müssen ja wieder alles leer machen quasi. Ist hier jemand? Nee. Okay, das sieht ja schon gut aus. Können wir das mitnehmen? Nee, das stapelt sich nicht. Scheiße. Das Buch, das können wir, glaube ich, direkt lesen. Das ist, glaube ich, für ein Magnum. Nee, Alteisenstiefel. Okay. Und was haben wir hier? Flintengeschoss.
können wir dann auch bauen. Flintenlaufgeschoss. Oh, ein Raketenwerferschaft. Alter. Warum brennt's hier? Knochenklinge machen wir mal weg. Das Antibiotika ist ziemlich gut. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das machen wir weg und machen wir dann eben auch den alten Bogen weg. Da haben wir ja schon ein bisschen Wahl. Den Messbecher, den brauchen wir, glaube ich, nicht. Da haben wir noch über. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber die Knochen können wir auch wegschmeißen. Komm, dann scheißen wir jetzt drauf auf die Knochen. So, gut, das ging ja schon mal ganz easy. Müssen wir eben nur gucken. Wir könnten natürlich auch schon mal hier die Dinger hier scrappen. Machen wir auch. Und das hier auch. Vielleicht Hughes Casino Chips behalten wir mal noch. Das Holz würde ich auch gerne behalten. Ja gut, jetzt haben wir ja sowieso noch einen Platz mal frei, vielleicht. Ja, reicht das ja. Wenn ich mache mal den hier noch kaputt oder schmeißen den weg oder was weiß ich. Jetzt mal gucken, wo war die nächste grüne, gelbe Kiste, sorry. Gehen wir mal dorthin. Gucken, ob wir da noch was Schönes finden. Es wäre ja mal schön, einen Messschieber zu finden, dass wir auch Stahlpfeile herstellen können. Das wäre natürlich nicht verkehrt, ne? Was haben wir hier? Noch Müll. Können wir auch noch doch looten. Nix. Nix. Wieder nichts. Okay, ich sehe die Rauchwolken noch nicht. Oben ist noch ein Elch, aber auf den scheißen wir, glaube ich, jetzt mal, obwohl wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit für ein bisschen die Nacht nach Hause. Ah ja gut, er hat uns gesehen, dann lassen wir es. Da ist das gelbe Ding. Aufpassen, dass hier keine Zombies rumschleichen. Dann holen wir den nämlich auch noch gerade mit. Zwei Supply-Boxen zum Preis von einem. Haha. Allerdings. Ja, was haben wir hier? AK-47 schafft. Okay, und da haben wir noch was zu lesen. Mac. Ja, schon wieder. Für die Alteisenstiefel, aber die haben wir ja schon gelernt. Deswegen geht jetzt Rüstungsschmied hoch. Was natürlich auch nicht verkehrt ist. Was haben wir hier? Eisenbeinschienen. Keine Ahnung, ob wir die schon hatten. Den Rest können wir alles mitnehmen, außer den Messbecher. Den lassen wir nochmal hier und holen dafür den AK-47 Schaft mit. Okay. Vielleicht sollten wir auch das eine Messing hier lassen. Ich weiß nicht. Und dafür lieber den Messbecher mitnehmen. Oder kann man den... keine Ahnung. Ich weiß nicht. Dieser 19er Puffermantel, der ist doch eigentlich auch jetzt nicht wirklich der Bringer, ne? Da verwerten wir den. Sollte eigentlich, ja, ah, toll, Stofffetzen geben. Die holen wir auch auf jeden Fall mit. Kartoffel, Saatkartoffel, oh, verdammt, scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll, was ich wegmachen soll. Ach, ich lasse den Messbecher einfach drin, fertig. War jetzt nicht so berauschend, hab mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft, dass wir wirklich mal so einen Messschieber oder sowas finden, nicht einen Messbecher. Messschieber. Jetzt können wir, glaube ich, noch ein bisschen hier mit 4 von mitholen. Und dann gehen wir mal zurück zur Base. Mal abladen. Die Hefen können wir, glaube ich, noch ein bisschen tragen. Dann können wir auch die Schmieden wieder anschmeißen. Während wir unterwegs sind oder so. Mal gucken. Ich glaube, das ist keine gute Idee, weil nämlich das lockt ja auch Zombies an. Und wenn wir nicht da sind, können wir das Ding nicht verteidigen. Das wäre dann kontraproduktiv. Was haben wir denn hier? Speed Limit. Hier. Wollte ich ja immer schon mal sagen. Scheiß auf Speed Limit. Es gibt gar nichts, ne? Aber mal gucken, was passiert, wenn wir es kaputt haben, weil wir haben es ja schnell kaputt. Na, ja, nicht wirklich atemberaubend ist das nicht. Es sei denn, es hätte jetzt noch was Neues gedroppt, was wir nicht aufheben können. Weil wir überladen sind. Na, 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 na. Ist niemand. Wir nähern uns ja wieder unserer Heimat. Da hinten ist das Ding. Oder? Hey, warte mal, das ist noch ein Campingplatz, oder? Oh ja, das ist ein Campingplatz. Und klären wir den nochmal.
Oh, da sind aber ein paar. Das meinte ich jetzt damit, ne? So kann man Zombies schon ein bisschen damagen. Ohne die teure Munition zu verbrauchen, weil das hier kostet schließlich nur Holz, ne? Und das haben wir ziemlich schnell gesammelt. Oh Mann, aber dann sollte man auch treffen. Was ist denn los mit dem? Glitcher, ja. Nochmal Level up. Cool. Bogenschießen auf Level 19 erst. Aha. Das war auch noch nicht so weit. Ah, dann machen wir auch noch mehr Damage demnächst irgendwann. Oh, Alter, was ist mit dir los? Boah. Ich hasse diese auf dem Boden schleichenden eigentlich zu treffen. Die sind echt widerlich. Okay. Was ist das überhaupt? Klebeband. Glaube ich, scheiße auf die Saatkartoffeln. Hol mal das Klebeband mit. Okay. Da, die haben wir sogar nur damit getötet, oder was? Oh, oh. Jetzt wird's schwer. Dose Lachs. Können wir denn essen? Ja, komm. Futtern wir. Also die Muni hole ich auf jeden Fall mit. Was ist denn das Bier mal hier und hier das Holz. Okay. Super. Okay, dann gehen wir mal hier vorbei. Das looten wir jetzt nicht mehr, weil ich habe keinen Platz. Das nervt. Ah, da wäre ein Kochtopf, ne? Aber den haben wir ja zum Glück mittlerweile. Ich glaube, das war auch ziemlich lange, bis wir den gefunden haben. Oh, Jagdgewehrschaft. Gut, okay, die leere Dose. Ja, nee, die konnten haben wir verwertet. Keine Ahnung, ich kann es nicht mitnehmen. Ich lasse es jetzt mal liegen. Wir können uns ja hier einen Schnellpunkt drauf machen. Warte mal. Karte. Wo sind wir denn? Hier. Dann machen wir uns hier mal einen Punkt drauf. Ja, genau, so. Schneller Wegpunkt, ja. Genau, gut, danke. Und jetzt nochmal back to nature. Beziehungsweise zurück nach Hause. Damit kann ich dann auch diese Aufnahmereihe beenden. Und an sich, finde ich, haben wir uns recht gut geschlagen. Dafür, dass es doch lange her ist. Lang, lang ist es her, seit der letzten Aufnahmereihe und seit dem letzten Spielen überhaupt von Seven Days to Die. Müssen wir nur gucken, dass wir hier durchkommen, ohne uns alles aufzuschlitzen und so ein Scheiß. So, okay. Wunderbar, da sind wir zu Hause. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Seven Days to Die. Yippee-yay! Bis dahin, euer Spooky Five. Bye bye. Das war's mal wieder mit Seven Days to Die und eurem Spooky Five. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei, wenn die lustige Zombiejagd weitergeht. Währenddessen würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr einen Blick auf meine andere Playlist werfen würdet. Hier auf der Endcard werde ich euch jeweils immer ein paar einblenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Spooky. Bye bye.